Jo. Ja, warten soll ich. Warten oder töten. Oder Fehler beheben. Ich denke, ich mach mal eine Runde um die Basis. Was ich so verändern könnte. Du kannst weg, weil du machst nichts. Türme. Ich denke mal, ich beschränke mich jetzt auf eine Reihe Türme. Komplett einmal um die Basis rum. Sollte das irgendwann nicht mehr reichen, kann ich es hier immer noch ändern. Habe ich da gerade die Stromversorgung gehabt? Achso. Brauchen wir ja auch gar nicht mehr. Okay. Sollte es nicht reichen, werde ich es ja früh genug merken. Spätestens wenn da sich King Balter vor der Tür stehen und rummucken. Das war ein komisches Licht. Aber dadurch, dass ich jetzt halt so viele Türme abbaue, und das werde ich ja genau sehen, wie viele Türme es sind, die stapeln sich ja hier, werde ich sehr, sehr, sehr viel Energie einsparen. Denn die Türme, die jetzt dastehen, dürften um einiges stärker sein, als die Türme damals waren, als ich sie gesetzt hatte. Damals musste ich ja so viele setzen, weil sie so schwach waren. Aber seitdem haben wir, glaube ich, noch 2 oder 3 Mal Damage Upgrade erforscht. Also sollte eine Reihe vollkommen ausreichend sein. Ich hätte mal so ein Vorher-Nachher-Ding hier machen sollen. 5,1. Okay. Dann reißen wir jetzt ein paar Reihen ab und dann vergleichen wir nochmal. Ich denke mal, es war bei 6 rum. Irgendwo hatten wir auch richtig übertrieben. Ich glaube, es war bei der Kohleanlage. Mit 3 Reihen oder so. Ja, hier ist okay. Hier ist wieder ein bisschen viel. Oh, und hier müssen wir die Dinge auch da lassen, weil sonst haben wir keine Stromabdeckung. Nein, genau das meine ich. Du. Da. So, kurzer Blick. Sind bei... Oh, jetzt schießen die gerade. Na gut, arbeite ich weiter, bis sie aufhören zu schießen. So, und hier, selbst wenn sie hier irgendwie durchbrechen sollten, weil es halt so wenig Türme sind. Zum einen, weil die zweite Reihe fehlt, zum anderen, weil die überall Lücken noch zwischen sind. Dann brechen sie halt ein. Das ist ja nicht wirklich eine schlimme Ecke hier. Die sind ja nicht klug genug, dass sie denn das nutzen und von hier aus da zickzack durch die Basis laufen und die wirklich wichtigen Sachen kaputt hauen. Die würden hier bleiben und die Türme zerstören. Dann hätte ich genug Zeit, die Mauer noch zu setzen, um das ganze Ding hier dicht zu machen. Drück mal ganz kurz P. Wir haben einen Verbrauch von 100 Kohle die Minute. Wie viel Kohle haben wir? 24.000. Das heißt 240 Minuten. Richtig? Könnte ich ohne nachgeförderte Kohle überleben? 240 Minuten, das sind 4 Stunden. Das geht eigentlich. Also ich überlege gerade, ob ich es mir leisten könnte, das ganze Ding hier irgendwie dicht zu machen. Das heißt, hier aus der Large Passive Provider Chest eine Active Provider Chest zu machen, alles ausfliegen zu lassen und dann hier rums dicht. Weiß ich nicht. Gut, erstmal hier weiter Türme abreißen. Ding, 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 ding. Denn je mehr Türme ich abreiße, desto mehr kann ich mit anderem Zeug rum... Oh. Oh, hier haben wir keine Dings gesetzt. Alles so uneinheitlich. Weg, weg, weg. Strom. Wir sind bei 4,3. 1 MW eingespart. Okay, fällt jetzt nicht so wirklich auf, wenn man die 17 MW anguckt, die die Electric Furnace da verbrauchen. Aber es ist schon mal ein bisschen was. Und während der ganzen Zeit, wo ich hier die Sache abreiße, wird das Stahl verbraucht, werden die Kisten gefüllt mit den Stahlprodukten, also den Rohren, den Steam Engines, und dann haut er schon hin. So, und langsam reicht das auch, weil ich glaube, ich bin jetzt einmal rum. Gott, das waren Einsparmaßnahmen. Und gucken wir mal, ob es einigermaßen hinhaut. Okay, das sind jetzt keine Könige. Die sind nicht das Problem. Kommt da noch was hinterher? Nö, anscheinend nicht. Aber gut, ich habe den da oben auch schön auf die Nase gehauen. Vielleicht kommt ja keine Könige mehr her.
So, Primary Solar Panels. Wir haben es gleich, Nacht. Ich habe jetzt 1 MW oder 2 MW eingespart durch die passive Stromverbrauchsgeschichte von den Türmen. Das heißt... Achso, ich kann das ja auch so machen. Also ich habe jetzt 15 Primary im Inventar, ich brauche eigentlich 16. Das heißt, ich setze jetzt 15 Stück. Und den letzten mache ich mit Shift-Klick, um halt das Ghost-Image da abzusetzen. Oh, dazu brauche ich einen. Also Ghost-Image. So, damit es da gesetzt wird. Das heißt, die beiden sind jetzt schon richtig. Die da sind noch falsch. Ich riskiere es einfach mal und reiße die jetzt ab. Einfach mal testweise einmal den da. Warte, bis gleich die Horde von Construction Bots kommt. Genau. Auch wenn es nicht so super beleuchtet ist hier. Zip, alles weg. Und... gleich zip alles wieder hin. Also die Akkus sind die gleichen. Aber die Solar Panels könnten zu wenige da sein. Na, schaut soweit ganz gut aus. Wo ist der Rest? Ihr habt die doch gerade abgebaut. Ja, das ist das Hauptproblem bei den Blaupausen. Dass es halt manchmal doch ein bisschen länger dauert und das kann sehr kritisch sein, wenn es um Strom geht. Britzel, Britzel. So, du stehst, du hast kein... Warum? Achso, ihr habt keinen Strom, weil es keinen Überschuss gibt gerade. Ja, okay. Scheint also gut zu funktionieren. Ich muss jetzt halt immer nur darauf achten, dass genug Primary Panels da sind. Da ist ein König. Stimmt, jetzt können wir mal gucken. Ja, okay, hier sind auch sehr viele Türme, die schießen können. Also dürfte super klappen. Schön, schön, schön. Wie schaut es jetzt aus mit Stahl? Darf ich endlich wieder Stahl verbrauchen? Ich sehe keinen Stahl im System, also eher nicht. Ich sehe kaum Rohkupfer im System. Was hat es denn damit? Oh. Hau mal bitte das Ding wieder voll. Am besten machst du mal daraus so eine Kiste. Oh. Wo ist... Ah, da. Oder passt noch mehr rein. Dies hätten wir auch. Gut. Wie schaut's aus mit Eisenplatten? Ah, oh. 250... Das kann doch nicht angehen. Also ja, wir kommen jetzt mit dem Stahl langsam hinterher, aber wir kommen mit dem Eisen nicht mehr hinterher. Wir haben auch kaum noch Roheisen. Geh mal ganz kurz hier oben hin. Wow. Hat er einfach mal leer geputzt. Komm mal mit. Ich habe da einen neuen Spielplatz für dich. Da bist du. Und zwar hier die Reste wegmachen. Zip. 5600. 5700 wären es nicht. Nö, verbrauchen wir zu schnell. Hammer. Also ich müsste jetzt eigentlich noch eine Schmelzanlage hinstellen für Eisen. Und dann noch eine für Stahl. Nee, komm. Einfach warten, Gerubon. Einfach warten. Weil sobald sich die Geschichte hier gelegt hat mit den Kisten, dass sie endlich voll sind. Ist 10 Max? Ja, 10 ist Max. Okay, die erste Kiste ist voll. Das heißt, jetzt müsste sich eigentlich nur die Kiste hier füllen. Und wenn die Kiste voll ist, dann die und dann die Rohre nach und nach. Wobei die Rohre sehen schon voll aus, fast. Baust du jetzt nicht mehr, weil du nicht mehr baust. Und du baust nicht mehr, weil du nicht mehr baust, weil kein Eisen da ist. Und ja. Ärgerlich, ärgerlich. Ich hätte euch nicht produktiv machen können, ne? Nee, na gut. Oh, die Beta Science Packs sind fertig anscheinend. Gut, Forschung. Ich hätte gerne Advanced Science. Was?
Advanced Science Packs brauchen nur zwei blaue Chips. Research. Das ist was faul. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Diamanten brauchen. Ja, macht mal. Könnt ihr auch? Ja, ihr könnt theoretisch auch. Das heißt, die sollten auch alle Produktivitätsmodule bekommen. Stromverbrauch wird dadurch deutlich höher, ja. Also momentan noch nicht ganz so wichtig, weil wir halt nur Science Packs benutzen, die nicht so super teuer sind. Ach da, Highly Advanced. Du brauchst Diamanten. Ja gut. Aber sobald wir die Advanced Science Packs hier reinpacken, sollten wir auch auf Produktivität umschwenken. Das heißt, wir müssen noch mehr von denen hier klauen. Und die verbrauchen alle auch tierisch viel Stahl und Chips und was weiß ich. Aber die haue ich noch nicht hier rein. Also hier kommen die... Hier kommen die Super-Produktivitätsmodule, also die 7er, erst rein, wenn ich mit Advanced Science Packs etwas erforsche, was ich noch nicht tue. Das heißt, jetzt kümmere ich mich erstmal darum, dass hier alle ersetzt werden. Damit war ich an... Was? Genau. Dass hier alle ersetzt werden, damit ich die normale Forschung dann gleich weitermachen kann. Wenn ich mit der normalen Forschung einigermaßen weit bin, dann kann ich wieder umschwenken auf Ditech-Forschung und die Module hier rausrupfen und da hinten reintun. So, fertig, fertig, okay. Muni. Ja, hätte ich schon ganz gerne. Du? Gib mir die da. Achso, und ich wollte die Supertürme mal testen. Dazu brauche ich hier... die Dinge. Du bekommst mal so Zeug. Gut. Türme schießen, Sachen werden beschädigt, ist alles okay. Strom hält sich. Habe ich inzwischen genug Secondary Engines gebaut, um das da oben zu ersetzen? Da. 10 Stück, gib her. Oh, ich könnte einfach die Blaupause so machen, dass die Steam Engines da unten gar nicht mit auftauchen. Und dann von Hand was machen. Boah, schaue ich dann da an. Erstmal... Was? Achso, die Stackgröße ist ja... So, drehen. Du. Euch auch erstmal. Und wir gucken mal weiter. So. Das müsste jetzt... Achso, du kriegst noch Licht. Du bist wichtig, du bist dramatisch. Tada! Licht. Licht. Gott. Das da drin finde ich nicht hübsch. Mist. Einmal rumdackeln. So. Da. Genau, jetzt haben wir ja vollständige Abdeckung. Okay, du bist jetzt fertig. Richtig? Secondary Engines, keine Pumpen drin. Überall Viererboiler. Überall Kisten. Achso, ich sollte Fabriken bauen, die Kisten bauen. Also rote und blaue. Und ich sollte unbedingt mehr Logistik-Slots erforschen. Okay, gib mir ein Blueprint. Das wird ein sehr wichtiger Blueprint. Raus. Gut. Sehr wichtiger Blueprint. Von da oben bis da unten. Brauch 60 grüne Rohre, fast 60 Ärmchen, fast 60 Viererboiler. Das wird schweineteuer. Kisten, Liquidhändler, ja, okay. Gib her. So, und das Ding könnte ich jetzt direkt daneben fast kopieren, wenn das Wasser anders wäre. Ich könnte es hier direkt kopieren, wenn ich das Ding hier abreiße. Aber dann habe ich nicht genug Strom. Das Ding funktioniert ja einigermaßen. Aber das ist verlockend.
Warte mal, nee, ich fülle lieber. Okay, ein kleines bisschen umbauen, dann haut das hin. Mach dich mal kurz kaputt.